So, was ich jetzt hier machen werde, ist vielleicht doch mal hier alles ein bisschen aufräumen. Holy moly. Okay, ich glaube, ich werde mir gleich ein paar Setzlinge besorgen müssen. Wir brauchen Bäume. Wir brauchen, ja, cool. Wir brauchen so viel mehr eigentlich. Wenn wir unsere Setzlinge hatten wir hier. Nein, ich habe nicht zu viele Katzen. Das ist eine Einbildung. Es gibt nicht zu viele Katzen. Außerdem fehlt mir noch eine. Eine fehlt noch. So, okay. Wir haben Limetten. Zitrone. Mandeln? Oh. Ein Mandelbaum. Nektarinenbaum. Ein Pflaumenbaum. Kumquat. Okay. Drachenfrucht. Walnuss. Pekan. Pekan. Halt. Mango. Mango haben wir so viele. Wait. Wo habe ich jetzt die Pekannüsse hingetun? Hingetun, genau. Getan. So. Pekan. Und Aprikose. Wo hatte ich die anderen davon? Ah doch, ich glaube, ich weiß wo. Aber ich brauche Eisen. Auch Eisen, auch Gold. Doch, ist ein Bruch. Okay. Ja, dann brauchen verschiedene Brüche wahrscheinlich unterschiedlich lange, um zu heilen, ne? So, Eisen, Gold. Bäh. Die hier machen wir dann einmal. So, okay. Der da. Den hätte ich gerne abgegradet. So. Einmal. Einmal. Und wenn wir schon mal dabei sind. Genau, das ist der. So. Glaube, den muss ich dann auch irgendwie mal farblich kennzeichnen, damit ich weiß, dass das der mit den Setzlingen und den ganzen Samen drin sein wird. Weil wir haben ja jetzt mittlerweile so viele Samen. Oh Gott, das sind wirklich so viele Katzen. Hätte ich die nicht hier? Einmal nicht. Ich hatte irgendwo noch. Oder sind die hier drüben mit? Nee, sind sie nicht. Ah nee, warte, die waren hier. Halt. Holy. Big. Nektarin, Orange. Die hören eh hier rüber. Ich muss hier eh aufräumen. Ah, ich immer noch nicht gemacht. Ups. Das können wir schon mal wegräumen. Wird dann auch noch. Hallo, Relic! Na? Wie geht's? Wie steht's? Jedes Mal drehe ich da an diesem Ding rum, ey. Das ist doch blöd. So, warte. Nee. Wobei auch. Da muss ich mal. Da. Das und das. Und der Rest ist. Oh, na, okay, die müsste man theoretisch auch. So. Hier haben wir noch die. Nektarine habe ich jetzt doppelt. No! Ja gut, dann haben wir halt welche doppelt. Ist nicht so schlimm. Kirschbaum, Sternfrucht, Dattel, Avocado, Pfirsich, Persimmon. Folgt mir. Und den Rest, den können wir uns hier sonst wohin tun. Könnte besser gehen. Ja, ich habe es auch schon gelesen. Was ja gestern auch so ein bisschen. Gather every sapling from a forest of Variants. So weit sind wir schon. Nee. Ja, Croptopia. Hier haben wir schon welche voll. Wir brauchen noch die vom Dschungel. 4 Stück. Und einen vom Dark Forest. Genau, vom Dark Forest. Of Variants. Da fehlt mir noch irgendein. Ich glaube, Muskatnuss fehlt mir noch. Seeds from the Forest, da fehlt mir einer. Seeds from the Plains fehlen mir drei. Watery Seeds?
From a swamp. Haben wir schon mal irgendwann einen Sumpf gefunden? Ich glaube nicht, ne? Ui. Warte mal. Cauliflower? Hatte ich die letztens schon? Also habe ich die gestern schon gehabt oder nicht? Wie gesagt, du musst alles mitnehmen. Ja, manchmal ist die Gier aber schlimm, ne? Die Cauliflower schon eingepflanzt gehabt? Ich glaube nicht, ne? Tatsächlich nicht. Schande über mich und meine Kuh. Kann ich doch nicht machen, sowas. Ich überlege, ob ich den Raum hier doch noch erweitern soll. Dass dann hier noch die Bäume hinkommen. Habe ich Hopfensamen? Ja, Hopfen habe ich da. Hopfen haben wir hier. Warte, 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 warte. Hops. Hier ist Hops. Ist auch schon fröhlich hier am Produzieren. Also wir können gerne austauschen. Ich werde auch, deswegen, ich habe diesen Rucksack hier jetzt schon vorbereitet, dass ich hier die ganzen Samen hoffentlich reinkriege. Und im Zweifel können wir dann uns mal austauschen. Beziehungsweise, wolltest du nicht eh mal einen Shop aufbauen dafür? Ich weiß, welche mir noch fehlen. Und ansonsten muss ich hier mal gucken, was alles doppelt ist. Ui. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Boing. Oh, ich glaube, hier habe ich alles am Doppelten. Das ist schon voll. Da ist null. Muss ja alles hier seine Ordnung haben. Genau. So, ich glaube, jetzt ist es halbwegs geordnet. Wie sieht es hier aus? Genau. Irgendwas haut da gerade ordentlich raus. An Samen. Haben wir hier noch mehr Samen, die Samen? Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier schon was runtergerutscht ist. Sieht nicht so aus. Das Ding komplett einfach nur voll war und jetzt erst nachschiebt. Auf jeden Fall, hier ist schon ordentlich was am rumsortieren. Ich finde das großartig. Wahrscheinlich sind links und also in der Truhe und in der hier einige Sachen doppelt, aber das macht nichts. Wir haben hier Tee, da bin ich so richtig happy drüber. Und dann komme ich gleich mal bei dir vorbei und guck mal, was du hast. Die Samenbank hättest du heute gebaut, alles klar. Dann habe ich ja schon mal eine gute Auslese an diversen Samen. Genau, ja, Cabbage and Wheat, die hat er extra genommen, weil es nicht Croptopia ist. Hört der hier unten nicht ein? Weird. Oder muss man die auch. Eigentlich muss man die doch nicht mit Hoppern machen, ne? Muss man ja eigentlich nicht. Ansonsten, wenn ich dich noch für irgendwas begeistern kann, die Sache einfach Bescheid. Und oben wird wahrscheinlich auch noch einiges sein. So, jetzt haben wir hier Datteln, Kirschen und ein bisschen Persimmon. Ich denke mal, ich werde oben noch die ganzen Bäume hinpacken. Den Reis haben wir, den Mais haben wir leider nicht. Da müssen wir noch. Aber ja, dann komme ich mal gegen. Ich komme trotzdem mal jetzt kurz bei dir zu Hause vorbei und guck mal, was du an Samen hast, damit ich. Ich habe ja gestern schon angefragt. Und ich habe gestern schon gesehen, dass er auf jeden Fall Pfeffer hatte. Was brauche ich denn überhaupt? Oh Gott, oh Gott. Black Beans? Ich nehme mir mal bitte. Ist es okay, wenn ich mich hier ein klein wenig bediene? Pepper Seeds, eine davon. Black Bean Seeds, die habe ich auch noch nicht. Chili habe ich. Lettuce. Oh mein Gott, du hast das. Oh, danke schön, danke schön. Warte mal, jetzt kann ich schon drei Sachen abstreichen. Die Lettuce, den Pepper und die Black Beans. So, jetzt muss ich den Rest noch suchen. Oh mein Gott. Brokkoli, Tomatillo. Holy moly. Die tut habe ich selber, warte. Die Hopsen. Du hast doch Hopsseeds. Zwei Stück sogar. Da sind sie. Radish haben wir schon. Lettuce, nochmal. Black Beans, Brokkoli, Cucumber, Turnip, die haben ja auch schon. Und hier drüben ist nichts, außer die Karotten und vergammelte Kartoffeln. Dankeschön. Immerhin drei.
Drei mehr. Und ich habe irgendein... Ah, Saplings Light. Wir haben alle aus dem Wald jetzt. Sehr cool. Aber ja, ich bin, wie gesagt, gerade... Ich habe... jetzt wird dir Bier gebraut. Jawohl. Hallo Silber! Entschuldige, dass ich dieses Spiel erst gesehen habe. Es tut mir so leid. Willkommen bei uns. Wie geht's dir so? So, was hatten wir jetzt geholt? Pepper, Black Bean und Lettuce. Okay. Blub, 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 Black Bean. Lettuce. Let us know what you need. So. Und Pepper. UPQR? Pineapple Pepper. Fehlt nicht mehr viel. Die Erdnüsse brauchen wir noch. Warte mal, was fehlen uns noch? Uns fehlen noch die Artischocken, der Spargel, der Cabbage, Coffee, Cranberry Currant, Garlic, also Knoblauch, Green Onion, Honeydew, Peanuts. Finden wir schon. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auf die Suche machen nach einem... Amish, wie ist bei euch? Wieder Gartenparty mit den ganzen Pflanzen zusammen? Ja, das auf jeden Fall. Auch. Genau. Wahrscheinlich müssen wir wirklich mal einen Sumpf aufsuchen. Wo wir dann den Rest finden. Das Blöde ist, einen Sumpf haben wir noch nicht gefunden, oder? Oder weiß jemand, wo einer ist? Also ich habe noch keinen Sumpf gefunden. Aber so weit war ich auch noch nie unterwegs. Coniferous. Halt die Frage, wo man jetzt einen Sumpf findet, ne? Maplewoods, sehr hübsch. Hier ist sehr viel Schnee. Ein Tiger. Maple Forest. Weil es dauert ja auch mal ewig, bis man da hingelaufen ist und wieder zurück. Hier ist ein normaler Wald. Aber ja, ansonsten... Überlege ich gerade, es kann sein, dass ich diese Kisten hier nochmal anders machen muss. Immer so versetzt. Weil es rutscht hier nicht von alleine durch. Es rutscht nicht von alleine durch. Weshalb ich mal vermute, einen gewissen Knoblauch haben wir ja zum Glück schon. Aber weshalb ich halt mal vermute, ich habe eigentlich immer gedacht, dass das von alleine geht, aber da habe ich mich wohl geirrt. So, jetzt haben wir auch schwarze Bohnen. Ich finde das so schön. Ist so toll. Danke, danke, danke dafür. Und Lettuce, wir haben... Oh, wir haben Pfeffer. Im Real Life kann ich Pfeffer nicht ausstehen. Aber hier in dem Game bin ich immer sehr froh, wenn ich es habe. Kennt man sicher. Okay. Ansonsten haben wir hier schon eine ziemlich gute Auswahl. An Samen. Die werden wir dann noch entsprechend an den Samen bringen, sobald sie steht. Mounds, so viele Katzen. Haben wir noch irgendwas, was wir... Die müsste man theoretisch noch vermehren. Eigentlich müsste man so vieles noch vermehren, aber... Ja, wir haben einfach zu viel. Aber wir haben 7 Clovers. Mit denen müssen wir noch was anstellen. Die müssen wir noch irgendwo hinstellen. Aber erstmal brauche ich Hopper. Moment. Und zwar 6 Stück. Mounds, 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 Mounds. Mounds, Mounds, Mounds. Gut, machen wir 8. Ist ja auch nicht so schlimm. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, wie ich immer so schön sage. Ich. So. Nee, halt, das war richtig. Die war richtig. Die muss ich. Immer so versetzt. Und dann kommen die Hopper jeweils. So. 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 Und dann müsste das jetzt hier runter trickeln, genau. Und dann machen wir das hier. Spiegelverkehrt auch. So. Ja? Ja? Einmal da. Verbunden? Ja, gut. So. Und dann rutscht das hier alles durch. Sehr cool. Hallo Robo, na, wie geht's?
So, und dann haben wir die Samen hier noch. Na gut, die Melonsamen, die brauche ich noch. Obwohl, da brauche ich jeweils nur eine von. Und dann können wir den Rest hier auch noch wegräumen. So. Und die hier auch. Theoretisch. Was war denn hier so nach und nach? Davon einer. Die müssen wir dann uns irgendwie nochmal in so einen Garten packen, glaube ich. So. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Was ich noch bringen kann, ist ein bisschen Kakao. So. Und diese Kernels. Und den habe ich, glaube ich, noch welche. Oder notfalls kann ich noch welche machen, das ist kein Problem. Oh ja. Ansonsten... Ich wünschte, ich hätte den... Kommt's auch gleich auf den Server, sehr gut. Okay. Oh nein, ich habe meine Schuhe verloren. Da hat es mir glatt die Schuhe ausgezogen beim letzten Mal. So ein Mist aber auch. Wie repariert man... Netherite-Zeug. Nicht mit Diamanten, ne? Hä? Wird jetzt schwierig. Gut, dann... Kann ich mir wohl eine neue Rüstung machen? Ach, was soll jetzt kommen? Wenn dann komplett. So, die bringen wir alle noch woanders hin. Komm, wir haben 34 Level. Da können wir uns wenigstens zwei Sachen schon mal verzaubern von. Und ich hoffe, das Zeug ist gut. Warte mal, halt. So. So. Halt, die können wir gleich mitnehmen. Und dann. Blast Protection 4. Das heißt also... Okay. Sieht schon mal nicht ganz so schlecht aus. Der Rest muss dann halt noch warten. Warte mal, wir haben doch hier noch so ganz viel Zeug, das wir entzaubern können. Unter anderem das Zeug. Das können wir noch einschmelzen. Müssen wir noch wegräumen? Wir haben so viel Zeug, was ich noch wegräumen muss. Moment. Bisschen Salz. Lalala. Oder von noch mehr? Die müssen wir noch miteinander verbinden. Ist sowas? Nee, hier drin nicht. In dem hier wahrscheinlich. So. Was haben wir hier noch? Hier haben wir den Ring. Oh ja, ich habe hier ein Bracelet, das ich theoretisch tragen könnte. Warum habe ich denn das nicht draußen? Dann haben wir die Dinger. Dann haben wir das. Oh mein Gott, wir haben so viel. Hi, hier ist noch eine Music Disc. Mr. Wale wollte doch immer noch mal eine haben, ne? Eine schönere als das, was er bisher hatte. Die müssen wir uns eigentlich mal anhören, glaube ich. Ich habe hier so ein paar Doppelte, deswegen kann er gerne welche abhaben. Jan hat ja immer von wegen, seine sind so schlimm. Spiegelt sich da. Sehr cool. So, dann haben wir die. Und die. Und die. Und das. Und das. Und dann können wir das schon mal einschmelzen. Und, der hat Infinity und Power 4. Der hat auch Power 4. Unbreaking. Power 5 könnte man draus machen, aber ganz ehrlich, komm. So viel. Hupt. So. La la la. Oh, ist noch ein Nugget. Noch ein Nugget drin. Okay. Speed und Jump Boost nehme ich. Was haben wir noch? Ich kann noch einen Ring tragen. Jump Boost, Luck und Haste nehme ich. Der Rest ist uninteressant. So, dann haben wir Doppelt Haste. So, und das noch auf. So. Schmelzen wir ein paar Dinge ein. Hi, Robo. Da ist er ja. Die
nicht letztens hier nicht was eingeschmolzen? Oder hatte ich es schon rausgenommen? Ups. Was haben wir noch, was verzaubert ist? Dichter, 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 das, da, das und das können wir auch mal rausholen. Das sind dann die Sachen, die wir dann auch unter anderem auseinandernehmen. Magma Cubeheads, stimmt, die hatten wir auch noch. Was konnte ich jetzt einschmelzen? Wieder. Magma Cubehead. Okay, von denen hat man 3 Stück. Räumen wir die auch gleich mal weg, wenn wir schon mal hier sind. Ups, sorry. War glatt über eine Katze gesprungen und gerannt hier. Hoppala. Ja, doch, kann. Das hier rein, pack mal das hier rein. Hier ist nichts Verzaubertes mehr. Aber ich hatte gestern schon eine schöne Überlegung. Wir haben doch hier diese Wandering Knight Rüstung. Die stellen wir uns hier einfach irgendwo in den Gang. Ich meine, wir haben hier ein riesengroßes Anwesen. Was haben große Anwesen alle gemeinsam? Sie haben immer irgendwo eine olle Ritterrüstung zu stehen. Ich würde sagen, das ist doch eine schöne Idee. Und hier muss ich mir immer noch eine gemütliche Ecke einrichten, wo man dann sitzen kann. Yay! Kann noch was verzaubern. Hallo? Hat sich schon wieder eine Fledermaus verflogen. Kann ich helfen? Möchtest du irgendwas? Nee? Okay. Protection 4. Ja, dann musst du Mobs platt machen, damit du was verzaubern kannst. Dann geh Level sammeln. Level sind nun wirklich nichts, wo ich dir helfen kann. So, dann haben wir hier noch den ganzen Lederkram. Bitte mir nicht in meiner Bude im Weg stehen. Das ist ganz, ganz schlecht. Okay, muss ich auch mal sortieren. Ich hab zu viel Zeug. Ich hatte das Ziel, sämtliche Samen zu sammeln. Und ich habe... Mir fehlen noch ein paar. Aber ja. Und es ist automatisiert. Alles, was ich hier oben angebaut habe, kommt unten in die Küche. Und das ist ja gerade das Coole. Das heißt, ich muss nie immer auf dem Dachgarten packen, laufen, nur um das Zeug zu holen. Ich gehe dann einfach hier unten ran und hole mir was aus meinem... Ach du meine Güte, ist das voll. Also wer Samen will, der darf sich hier gerne bedienen. Ich habe zu viele. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich habe zu viele Samen. Genau aus dem Grund müssen wir hier dringend austauschen und handeln. Also ich handle gerne mit euch, da ja gar keine Schmerzen mit. Da. Das war gerade kein Samen, das war was anderes. Wo habe ich es hingepackt? Oder? Oh nee, doch nicht. Alles gut. Ich bin nur ein bisschen plimplim. Auch manchmal schwer, Samen von Oliven zum Beispiel auseinanderzuhalten. Also wenn irgendwer Oliven braucht, ne? Ich gebe die sehr gerne ab. Lena, ich will zu viel. Ich wünsche mir wirklich, wir hätten hier eine Sortierfunktion. Das ist so ein Durcheinander gerade. Ich sehe nichts. Wie kann man da noch? Ey, die Kiwi, ne? Wir haben so viele Kiwis! Haben wir hier noch Samen? Nee. Der Tod steht doch erstmal alles durch. Bis hier alles voll ist. Das wird so lustig.
Und hier rutscht es auch schon durch. Sehr cool. Wow. Oh. Dies können wir noch und das können wir noch und das können wir noch. Das sind auch Samen. Cool. Also, es läuft. Es läuft. Alles läuft hier gut durch. Genau. Und das ist dann schon mal... Beziehungsweise die Bäume, wie gesagt, da muss ich ja eh noch mal gucken. Von den Bäumen fehlen mir auch noch welche. Weiß zufälligerweise einer von euch, wo es einen Sumpf gibt? Von euch beiden. Was ich brauche, ist ein Sumpf. Ansonsten muss ich wahrscheinlich sehr weit wandern gleich. Hi, hi. Nö, du nicht? Okay. Dann... Was? Irgendwie höre ich Dinge, ich weiß auch nicht. Alles gut? Du hast es auch gehört. Ja. Hi, bin nur auf der Durchreise. Weiß der Geier, was das gerade war. So, okay, wir sind hier bei dem Hexenhaus. Ich dachte, ich mache von hier aus irgendwie, keine Ahnung, eine kleine Abkürzung nach Norden und guck mal, ob wir von hier aus irgendwie an den Sumpf kommen. Das wäre ja echt cool. Zwar von hier nach Norden reisen und ich hoffe, dass wir hinter dem kalten Ozean irgendwie einen Sumpf finden. Das wäre echt schön. Das wäre super. Wo ist denn das? Wo ist was? Wo ist was? Ui. Oben ist komplett verbrannt. Ups. Das Hexenhaus. Oh, weit im Norden. Also, wenn du kurz bei mir in dem Stream guckst. Das ist cool, wie das hier einmal ein Kreis rund, so richtig kreisrund ist, aber du hast hier mehrere Biome drin. Voll cool. Also wirklich ein Kreis. Okay, hier ist mein Haus. Du wohnst hier. Und das Hexenhaus ist, wenn du nach Norden gehst. Nach Norden, Norden, Norden. Und dann ist das hier praktisch, also von mir aus gesehen, wirklich fast Norden in einer Linie. Dann ist das hier oben, dieses Haus. Aber... Musst gehen? Ach so, na denn. Alles klar. Nadine. Genau. Auf jeden Fall, das Hexenhaus ist tatsächlich hier im Norden. Es ist aber schon komplett geplündert, ja. Die Truhen, die kannst du noch holen. Die habe ich da gelassen, aber es sind keine Hexen mehr da, es sind keine Spawner mehr da. Das Ding ist praktisch aufgeräumt. Es sind auch, ich habe, von dort habe ich auch sämtliche Bücherregale mitgenommen. Das heißt also, Bücher findet man da keine mehr. Das Ding ist halt wirklich komplett gelootet. Also bis auf die Sachen, die da unten im Keller noch sind. Und jede Menge Spinnenweben. Eine Sache möchte ich doch glatt mal tun. Und zwar... Ich brauche mal eben wieder. Temporary Respawn Point. Weil. Ich möchte mich gerne nicht mal um das Ding kümmern hier. Das hier. Hallo Jack. Ich habe jetzt keine Milch bei. Das wird mir gleich zum Verhängnis, oder? Spider-Pet! Fische! Au! Okay, es sind nur normale Spinnen, wie es scheint. Aragog Mips, okay. Okay. Damit die spawnen kann und die Leute wissen, hier war schon mal. Oh. Irgendwie vergibt die mich gar nicht mehr, hä? Was ist doch hier eine Gift-Spinne eigentlich? Ich habe ein Spinnenpad.
Und ein Cave Spider Head. Oh mein Gott.